Hallo. So, aber jetzt. Hallo und herzlich willkommen auf der Porta Westfalica. Nach langer Zeit. Deswegen machen wir heute eine etwas längere Sendung. Ich grüße natürlich alle Motter und alle, denen es gefällt. So wie der Thomas. Ich hoffe zumindest. Ne? Und CD. CG Modding. Grüße Sie ganz besonders. Und die Hirschbrigade, die alten Säcke. Haha. So. Heute machen wir natürlich, holen wir uns erstmal das Radio. Dann können wir mal hin. Weiter wollen wir uns natürlich auch ein paar Tiere holen. Na. Radio machen wir erstmal aus hier. Zack. So. Ja, dann schauen wir mal, wo wir noch was zu machen haben. Ne? Oh, stehen geblieben sind. War lange genug weg. So, hier mal gucken. Der Kalk ist gut. Wo sind wir hier gelandet? Ach, hier drüben. Nur mit denen erstmal. Das ist gut. Unser heißgeliebten Trisex. Einmal kurzes Hallo geben. Ja, war so lange weg, da hat es schon richtig gefehlt. Jetzt schmeißen wir erstmal an. Und dann gucken wir mal, wo der Dings ist. Der Kalker. Wir haben doch einen Kalker gehabt. Haben wir den Kalker gehabt? Wir hatten noch einen. Nö. Müssen wir uns einen holen. Ja, sowas aber auch. Schönen Bäumchen. Ah. Dann switchen wir mal durch, ne? Ihr Lieben. Den fahren wir gleich mal rüber. Schöne Ruby. Da geht das Düngen und das Herbizide spritzen gleich ein bisschen schneller. Ja, so ist das. Ja, warte mal. Ist da was verkehrt? Verkehr ist da an. Radio müssen wir mal gucken. Ja, wenn wir uns Tiere holen, denke ich mal, fangen wir mal mit den Schweinchen an, ne? Mit den Lieben. Bring erstmal ein bisschen mehr Geld. Ich hoffe.
Da ist schon ein Fahrzeug da hinten. Können wir gleich überholen. Ja, so ist das Leben, ne? Ach, nur den. Wir erstmal zum Händler. Na, fahren wir mal über die Wiese ausnahmsweise. Haben wir uns ein bisschen zu früh gefreut. Nach und nach kommt dann natürlich auch die eine oder andere Produktion hinzu, ne, das ist normal. Aber zufrieden bin ich erst sehr zufrieden mit den Season Mod. Also, das ist richtig super geworden.
Na, kommen wir da hinten mal hin. Jojo, dann gucken wir mal nebenbei, was der Flug macht, ne? Muss mal alles ein bisschen kontrolliert werden. Na, jetzt schon früh dunkel hier im Frühling. Ja, da haben wir noch ein bisschen was zu tun hier mit dem Fliegen. Das ist ein sehr großes Set. Aber wir brauchen ja schließlich Kohle, ne? Wir werden auch noch ein paar kleinere Felder dazu kommen, gar keine Frage. Aber wir machen das schon. Warten wir mal kurz, bis er angefangen hat, dann gehen wir zum Kalken. So, das ist schön. Ah, haben wir ohne Radio. Geht auch. Wir das überhaupt schon fertig gemacht hier? Na, fangen wir hier an, wenn wir gerade hier sind. So, wollen wir anfangen, ne? Mit dieser Sauerei hier. So.
Der Hirsch immer vorne weg hier. So muss das sein. Was haben wir denn hier da? Was können wir denn da? Hopfen, nehmen wir mal. Karotis, Zwiebeln, Hopfen, haben wir doch hier. Jo, das sind meine Fahrkünste wieder. Machen wir da lang. Dann pflanzen wir schon mal was an. Eine schöne Kartoffelwaschanlage, die werden wir auch noch mal irgendwann benutzen. Aber erst mal nicht. Wir wollen ja heute auch noch ein paar Tierchen holen. Nee, muss gleich mal was gucken. Hier haben wir da was. Das bezahlen wir schon früher oder später alles zurück. Alles kein Thema. Die Mumus. Das wäre erstmal ein paar zum Anfang. Na, wo holen wir das hin? Holen wir hier hin. Na. Zack. Fertig. Jetzt pflanzen wir erstmal unseren Hopfen an. Die Jungs hier im Dorf, die haben schließlich Hunger. Quatsch. Die haben schließlich richtig. Oh, erstmal was gucken hier. Kann ich überhaupt schon Hopfen anpflanzen? Wo ist Hopfen? Jo. Hopfen und Malz verloren. Dann stellen wir mal unser erstes Feld hier. Ah, sieht ein bisschen doof aus, ich weiß, zwischen die Holzdinger fahren, aber das ist nun mal so. Wo zwitschern wir da hin? Dahin. Zum Kalker. Das sieht ja gut aus.
Wackelt ein bisschen, aber der fährt stabil. Schreibt mal in die Kommentare rein. Wie gefällt euch das Season Mode? Oder das Saison Mode? Hey, Schweinchen haben wir da schon. Ich werde verrückt, oder? Ja. Mensch, wir haben schon Schweine da. Ich werde so. Aber überhaupt nicht dran gedacht. Das können wir ja gleich mal gucken sehen. Also sieht das aus. Wird schön angezeigt, wie schwer die sind. Und jetzt kriegen sie erstmal Wasser, Stroh und was sie halt noch so brauchen, ne? Fresschen. So. Ist doch ein Sammelwagen hier. Na, so was aber auch. Mensch, hab ich gar nicht mehr dran gedacht, dass ich eine Schweine hatte. Oh, die armen Schweinchen, die müssen jetzt erstmal gleich versorgt werden. Ganz vergessen. Wie kommt denn sowas? Ah, hier sind wir doch. Gott, was gucke ich da machen? Können wir erstmal verkaufen. Ja, da brauchen wir jetzt noch nicht. Haben wir uns zu früh geholt. Zurück. Und schon noch mal ein bisschen Taler auf dem Teller. Was sehe ich denn da für ein Logo? Ah, genau das Richtige. Fehlt bloß noch eins von lieben Frankenblair. Dann könnte ich auch noch ein schönes Logo gebrauchen. Und von CG Modeling auch noch. Komm, geh auf hier. So was aber. Wir brauchen noch ein bisschen Mucke hier, das geht doch gar nicht. Wenn die Schweine erstmal schön versorgt jetzt. Na, kann man jetzt besser kontrollieren. Und wenn man Glück hat, einen besseren Verkaufspreis erzielen, ne, bei den Schweinen. Überhaupt bei allen Tieren hier. Haben sie gut gemacht in diesem Mathe. Was? Wer weiß, was ein Global Company, wenn die kommt, oder der Mod, oder wie auch immer. Das nächste Video wird auf jeden Fall nicht so lange werden, das ist klar, ne? Ah, hätten wir früher abbiegen können, aber was soll's. So, schön rein da. Ja, klappt doch.
Ja, müssen wir uns eine Schweinefutterproduktion aufbauen. Wird, glaube ich, sonst zu teuer. Jojo, wie hat euch die Farmkommen gefallen, Jungs und Mädels? Ich konnte leider nicht hinfahren. Schade, schade, schade. Hätte die ganzen Freunde alle mal live sehen können. Aber fahren wir erstmal hin, mal gucken, wo der Schweinestall überhaupt. Ach, wo er ist. Weiß ich gar nicht, mal gucken, ey. Wo ist er denn? Wir sind die Mumus. Fahren wir mal da drüben hin, ne? So. Nur Kalk ist gut. Was macht die alte Pflanze hier? Lass aber keinen. Jojo, so ist das. Einmal noch mal zurückfahren lassen.
Gut, da war ich schon wieder fertig gewesen. Ja, werden wir aber nicht drum kommen. Brauchen wir noch dessen hier. Ah, ist er doch. Aber Schweine müssen wir heute noch versorgen. Bisschen Geld verdiene. Schöner ist schon dir.
Schwabi, oh, wir brauchen ja noch was anderes. Mensch, fast vergessen habe ich das. Brauchen wir auch noch. Nehmen wir natürlich im Weiß. Zeigt er zwar nicht so richtig an, aber den holen wir näher gleich ab. Oder? Wo mache ich gleich? Zack. Räder natürlich in Orange. So, Kumpel. Und fertig. So. Muss hier nachher noch rein. Oh, Mann. Was gucke ich da machen, ne? Ja, Livestream, wie gesagt, mache ich erstmal nicht, weil das funktioniert noch nicht so richtig. Ne? Aber das kriegen wir irgendwann auch mal gebacken. Wenn ich es mal versuchen sollte, ein Livestream, dann schreibt mir es bitte in die Kommentare. Ne? Und dann kriegen wir das alles schon gebacken. Oh, Fahrzeuglautstärke habe ich ein bisschen runtergestellt.
Dann tun wir noch schnell den Einstreuer. So, machen wir die Tiere noch fertig und dann machen wir Feierabend für heute, ne? Wir wollen ja nicht allzu lange werden, ne? Aber einstreuen und Wasser geben müssen wir noch, dass sie ja gut versorgt werden, die armen Tiere. Straßen sehen noch schön sauber aus. Noch nicht allzu viel Verkehr mehr. Wird aber langsam dunkel, ne? Steht das gute Stück. Na, Gewicht brauchen wir für den Traktor nicht. Dafür haben wir einen Trisex und den Hirschi Deutsch. Deutsch, ne? Oh, war das schön, bis ich vorbei bin, ne? So. Nie vergessen, Freundblase. Schweinebauer hat immer Vorfahrt. Oh, so ist das Leben, ne? Hätte ich die Schweine heute bald vergessen, ne? Oh, ich bin da so einfrierend.
Mal gucken, wo das Stroh hier hinkommt, ne? Packen wir die Dinger erstmal voll hier. Ja, macht nix. Fetten Nieser hier. Ja, Schweinchen, wartet ihr schon?
Schnalle wieder zumachen, so hauen die ganzen Bärbels wieder ab. So. Was ist das schon fertig? Glaube ich gar nicht. Der muss auch noch gekalkt werden, ne? Sagt das nicht. Nö. Dann fahren wir den mal rein ins Heuerbettchen hier. Sagen wir mal, so, kriegen die noch schnell ihr Wasser. Und wie gesagt, das Verkaufssilo für Schweinefutter und überhaupt für Tierfutter und Dünger und so, es kommt wieder weg. Wir bauen uns nach und nach so die Produktion selber auf, ne? Kann man ja hier auch machen auf der Karte, das ist ja kein Thema. Also das Ding bleibt nicht stehen. Das ist nur eine Notlösung. Ah, hier hinten steht das Ding. Komm, mein Junge. So, hier rechts das rote Verkaufsdinge. Das kommt wieder weg. Also ein Wasserdinger brauchen wir trotzdem.
Können wir gleich mal nebenbei gucken, was der Kalker so macht. Der dürfte jetzt die letzte Bahn haben, so wie es aussieht. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Und mit der Reifenverschmutzung, das sieht schon richtig geil aus, ne? Eine Seite ist schwarz, die andere weiß. Ja, das geht. Und schönen Grüß, einen besonders schönen Gruß natürlich an alle Mecklenburger um den Bereich rum vom Bad Doberan. Ich bin ja selbst ein Bad Doberaner, lebe aber jetzt zurzeit in Dippoldiswalde bei Dresden. Schönen Grüße an euch. Lasst mal was von euch hören da oben, was da so schönes Neues gibt und so, ne? Ja, da haben wir das Kalken heute auch schon geschafft. Das ist sehr schön. In der nächsten Folge tun wir dann ernten. Weil das mit dem Ansehen, das mache ich zwischendurch mal. Das dauert sonst so lange, ne, Jungs und Mädels. Ja, weil ich das bin, fahren wir gleich mal hier oben rüber. Sieht das nicht schön aus, die roten Apache-Bäume? Ich finde die so geil. Ich weiß nicht, warum die viele Leute von euch die Bäume hassen. Ich liebe die Dinger. Ah, Stoi, 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 Stoi. Ah, da bleibst du ja gleich stehen. Oh, du bist auch schon fertig. Schön. Ah, hier links, da wächst unser schöner Hopfen demnächst. Wasser, Wasser. Ja, das Ding werden wir, glaube ich, wieder abschaffen beim nächsten Mal. Wo ist das Wasser? Hier ist er doch. Ist schon voll. Können wir die Schweine abschließen für heute? Ja, geht wieder. Ja, dann gucken wir nur noch mal in den Sysmod rein hier. So sieht das Ganze aus.
Schweine sind da gut versorgt, ein Jahr alt. Was will man mehr? Spaß halber mal gucken, was unsere Schweinchen einbringen würden, nur gar nichts. Da muss halt noch ein bisschen wachsen. So, ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch für die Geduld, die ihr heute gehabt habt. Ich habe heute ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, auch die anderen Tage mit der Einstellerei von OBS. Wenn mir einer noch mehr Tipps geben kann, bin ich sehr dankbar dafür. Und wie immer, Hände weg von Drogen, bringt nichts, schadet nur euch selbst. Und gehabt euch wohl. Bye bye. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Da wird das Video nicht ganz so lange. Ist versprochen. Oder wenn ihr nichts dagegen habt, können wir wieder so ein etwas längeres Video drehen. Ja, geht natürlich auch, aber wie immer, tschüss, macht's gut.